Ja, herzlich willkommen beim Demo von Alpha Polaris hier bei die Game Show. Ja, ich habe mir meine Demo mal runtergeladen, um zu gucken, wie das Spielchen so ist. Das ist ein Point-and-Click Mystery Adventure, was am 24. Juni auch rauskommen wird. Und was ich natürlich nicht so prickelnd finde, man sieht auch vielleicht, was sieht man glaube ich nicht, weiß ich nicht, per Video, die Auflösung ist auch sehr hoch gestellt, weil man muss tatsächlich eine Mindestauflösung von 1280 x 800 Pixel haben. So, dann werde ich mal ein neues Spielchen starten. Das ist, die Demo zeigt den ersten Tag. Und ab dem zweiten Tag muss man die dann auch kaufen. Ja, wie schon gesagt, Tag 1. Jetzt klopft das, glaube ich, an die Fenster gleich, an den Löchlein da. Fensterloch. Okay. Hey, Norweger! Bist du da drin? Kar? Du darfst mal wieder einen Eisbären betäuben. Ja, hier kann man jetzt auswählen, wie man ihn, ja, antwortet, beziehungsweise... Lass mich in Ruhe, ich bin vor 3 Stunden ins Bett gegangen. Ihnen hilft sich bitte zu gehen? Fliegen oder nicht? Dann mache ich mir eben einen netten Teppich aus dem Vieh. Dann werde ich mal beleidigt aufgeben. Schon gut, warte. Ich hole nur schnell das Gewehr und betäube dich stattdessen. Wie bitte? Probier's nur, Ikea-Boy. Und lass dich nicht von Miss Alaska aufhalten. Und ein bisschen Schleichwerbung. Ja, Schleichwerbung darf natürlich auch nicht fehlen. So. Ja, hier wird nochmal automatisch nochmal gezeigt, was für eine Tastaturbelegung man hat. Und welche Symbole was bedeuten. Das habe ich mir ja beim ersten Durchspielen eigentlich nicht so angeguckt, weil dementsprechend... Es ist ziemlich selbsterklärend alles. Ja, wie es so üblich ist bei ein Point-and-Click-Adventure, Mystery-Adventure in diesem Falle, wird das alles mit Pfeilen gezeigt und was mit den Türen entsprechende Symbole gezeigt. So, dann wollen wir mal zum Wohnzimmer in die Küche, beziehungsweise nur im Wohnzimmer. Tali hat draußen wieder einen Eisbären gesehen. Nicht jetzt, Rune. Polaris!
Polaris, bitte kommen. Polaris. Hier Polaris, wir hören dich. Ich habe in einem Spalt bei Probebohrung 2 Öl gefunden. Es ist eine offene Grube, Nova. Das Öl tritt aus dem Boden. Das ist großartig. Das war noch nicht alles. Ich habe noch etwas Unerwartetes gefunden. Aber das sage ich dir lieber persönlich. Ich bin bald da. Du kannst so lange Thule kontaktieren. Wir müssen sie sofort über den Fund informieren. Was war unerwartet? Soll ich ihnen noch etwas sagen? Sag ihnen einfach, dass unsere Aktionäre bald sehr glücklich und die Umweltfreaks bald sehr wütend sein werden. Okay, wo bist du jetzt? Ein paar Kilometer nordöstlich von Polaris. Aber wo wir gerade von Öko-Freaks reden, nervt dieser Norweger dich immer noch? Nein, gar nicht. Was? Ich sag's dir, seit meinem Abschlussball habe ich niemanden mehr so verknallt gesehen. Und das ist eine Weile her. Er steht neben mir, Al. Halt den Mund. Er ist da. Oh, das war dann wohl alles. Bis gleich. Over and out. Er hat also Öl gefunden. Aber ich weiß nicht, was das am Ende sollte. Anscheinend glaubt er, dass du ein bisschen in mich verknallt bist. Ich habe ihm gesagt, dass du verdächtig oft zur selben Zeit wie ich Kaffeepause machst. Verknallt? Nein, ich bin nur... Ich meine, es wäre cool, wenn wir uns weiter zufällig begegnen. Komm schon, läuft das in Oslo wirklich so? Ups, ich glaube, ich habe das Mikro offen gelassen. Und dafür möchte ich mich herzlich bedanken. Das war eine wahre Goldmine der Komik. Hör mal, vielleicht kann Rune dir ja was Nettes in der Küche kochen. Sagen wir, morgen? Ich spendiere sogar ein wenig Benzin und Munition für Tully zur Ablenkung. Ja, das könnte ich machen. Gut. Habe ich da nicht auch mitzureden? Nee. Kannst du kochen, Rune? Braves Mädchen. Rune, ich weiß zufällig, was sie gerne isst, aber das sage ich dir später in Ruhe. Okay, over and out. Over and out. Also, wolltest du noch etwas? Tully hat draußen wieder einen Eisbären gesehen. Eisbärenforschung. Auf einer Station, die einem gottlosen Ölkonzern gehört. Weißt du, das könnte der größte Ölfund unserer Karriere sein. Während du versuchst, die Arktis zu retten. Das ist... Ein ernster Interessenkonflikt, ich weiß. Ich liebe Eisklettern und die Arktis, deswegen bin ich hier. Für meine Masterarbeit habe ich auf Spitzbergen Skua-Eier ausgemessen. Und was die Firma angeht, dass ich hier bin, ist nur ein billiger Publicity-Stunt. Ich spiele mit und schreibe meine Arbeit fertig. Aber ich gehe jetzt besser. Der Bär wartet nicht ewig auf mich. Sei vorsichtig. Tullys Wissen über Eisbären kommt nur aus Cola-Werbungen. So, dann wollen wir mal wieder zurück. Um lange Wege auch zu überbrücken, langt das, wenn man auch Doppelklick macht auf der linken Maustaste. Am besten ist das dann draußen, weil draußen öfter mal langer Weg. Besonders beim ersten Mal, wo ich gespielt habe, wo ich nicht wusste, was ich machen musste. Aber jetzt weiß ich es ja. Aber hier zum Beispiel Doppelklick, dann geht das ratzfatz. Da muss man auch nicht so lange warten. So, jetzt brauchen wir das Betäubungsgewehr. Und die dazu benötigte Munition findet man im Labor. Die dort liegt. Gut. Jetzt. Ja. So. Jetzt gehen wir wieder raus. Ziehen uns. Ah ja, okay, das macht automatisch. Das heißt, wir gehen jetzt raus. Er zieht sich jetzt die Jacke dort an. Das macht auch. Das macht automatisch das Ganze. Das ist schön. Was ihr jetzt nicht seht, ist. Hey Rune! Hier drüben! Die Bildrate. Ich habe hier eine Bildrate von 50, also das ist das, was ich eingestellt habe. Nee, bei mir ist das. Nee, 60 habe ich aber grundsätzlich eingestellt, aber 50 wird hier angezeigt. Also für die Aufnahme gar nicht mal so. Wo ist der? Relevant. Hinter der Station. Ich glaube, er wollte mich verfolgen. Also bin ich abgehauen. Dann ist es wahrscheinlich ein Männchen. Wir müssen vorsichtig sein. Wir brauchen ordentlich Feuerkraft. Wir haben drinnen eine Tax 12 mit Automodus.
Die ballert das Magazin in ungefähr 2 Sekunden leer. Ich betäube ihn nur. Ich weiß, aber wenn du wirklich auf Nummer sicher gehen willst, lässt du mich schießen. So, sarkastisch wollen wir mal ein bisschen sein. Das wäre vermutlich das Letzte, was ich in meinem Leben tue. Warten wir mal ab, ob du es hinkriegst. Gut, dann gehen wir mal aufs Dach, damit wir eine gute Übersicht haben. Yep, er ist ganz schön groß. Irgendwas über 200 Kilo, würde ich sagen. Und noch was, er ist eine Sie. Ist das wichtig? Wichtiger, als man denkt. Männchen kann man nicht mit Peilhalsbändern versehen. Ihr Hals ist breiter als ihr Kopf. So wie üblich bei so einem Point-and-Click-Adventure oder Spiel allgemein, man kombiniert die Sachen. Und in diesem Falle kombinieren wir jetzt die Betäubungsfalle, Pfeile mit dem Betäubungsgewehr. Jetzt ist geladen. Und jetzt nehmen wir das Betäubungsgewehr und kombinieren es mit dem Eisbären und Schuss. Geiler Kill! Der Pfeil hat sie perfekt getroffen, genau über dem Schulterblatt. Warten wir, bis das Betäubungsmittel richtig wirkt. Dann sehen wir sie uns näher an. Zieh dir das Maul rein. Damit kann sie mühelos einen Robbenkopf zertrümmern oder einen kleinen Beluga-Wal aus dem Meer ziehen. Abgefahren. Stinkt ziemlich. Ja, der Gestank ist ungewöhnlich. Mal sehen, woran es liegt. Ja, etwas ein bisschen lehrreich, was du so alles im Maul kriegen kann. Gut, dann gibt es ein Notizbuch. Da ist übrigens auch eine Checkliste drin. Nicht nähern, bis Kopf 2 Minuten unten war und Atmung sichern und so weiter. Pfeil entfernen. So, dann gehen wir wieder zurück. So, jetzt werden wir als erstes dem Maul einmal untersuchen. Das erklärt den Gestank. Der mandibuläre Ekzahn im rechten Quadranten ist abgeschlagen. Bitte was? Ein Ekzahn. Der Zahn ist entzündet, die Entzündung breitet sich aus. Sieh dir die dunklen Flecken auf dem Zahnfleisch an. Gut, dann nehmen wir den Oximeter einmal und messen die Temperatur, glaube ich, meine ich. Oder Herzschlag. Okay, da passiert jetzt noch nichts, das macht er gleich nochmal. Vorsichtig! Entspann dich, ich weiß, was ich mache. Gut, dann legen wir ihn den Peilhalsband an. Das ist ein Peilsender? Ja, aber er überträgt nur Triangulationsdaten. Das Halsband fällt nach ein paar Wochen ab. Dann sammle ich es wieder ein. Das war's. Mit dem Zahn kann sie nicht fressen. Deswegen ist sie so unterernährt. Wir müssen morgen den Veterinärdienst rufen. Und bis dahin willst du ihn einfach anleinen? Schleppen wir sie zu dem alten Schlittenhundzwinger. Du bleibst hier und bewachst sie. Ich überlege mir, wie wir das anstellen. Und wenn er sich bewegt? Dann komm ihr nicht zu nahe. Sie dürfte ziemlich wütend sein, wenn sie aufwacht. Ja, da steht das Schneemobil, aber das kann ich jetzt nicht benutzen, weil da fehlt der Schlüssel. Und den hat er, deshalb... Hast du dir schon überlegt, wie wir ihn vom Fleck kriegen? Das Ding wacht jeden Moment auf. Deshalb einen Vorschlag reinschreiben. Und er holt dann... Schleppen wir sie mit dem Schneemobil.
Schneemobil. Das könnte klappen. So, ich muss nochmal zurück. Und das Seil holen, was ich brauche, um diesen Eisbär entsprechend zu transportieren. So, wir wollen ihn ja da in diesen Käfig reinfahren. So, das Seil. Ach nee, nicht das Seil, so erst Quatsch. Spanngurt holen wir einmal von dem Schneemobil. Und kombinieren das dann mit diesem Eisbären. So, da habe ich echt lange gebraucht, wie ich das zum ersten Mal gespielt habe. Weil ich nicht wusste, wie ich das mit dem Seil mache, aber jetzt weiß ich es. Und zwar zuerst binde ich so einen Eisbär. Dann ist da hinten so eine Käfigsäule. Und dann ein Schneemobil. Euler Petroleum wird den Bär lieben. Wir sagen ihnen nichts davon. Wir müssen alles tun, um ihr zu helfen. Ich gehe mal für kleine Eisbären. Also für die, die Point-and-Click-Adventure gerne mögen, ist das Spiel eigentlich relativ gut. Ich selbst spiele normalerweise sowas eigentlich gar nicht. So, wenn ihr nicht weiter wisst, was ich auch nicht wusste, dann klickt ihr ihn selbst an. Und im Labor gibt es Antibiotika. Und zwar müssen wir jetzt Antibiotika holen. Jetzt habe ich das ohne Doppelklick gemacht. Ja, die Zwischenladezeit ist auch recht kurz. Das passt dann schon. So, dann ab zum Labor. Zum Medizinschrank. Und holen uns Antibiotikum. Vorsicht, Proben! Heiß und fettig! Lohne! Ah. Ziemlich kalt da draußen. Lass bloß keinen Flecken Haut frei. Was hast du da, Opa? Verfrühte Weihnachtsgeschenke. Ich bin vor ein paar Stunden mit dem Spaltenradar über den Gletscher gefahren. Keine magnetometrischen Signale oder sonst was. Man kann diese Dialoge auch mit der linken Maustaste auch überspringen. Das wäre auch kein Problem. Aber das sollte man beim ersten Mal spielen, nicht unbedingt machen. Damit man auch so ein bisschen die Handlung noch mitkriegt. Und das ist noch nicht mal der spannende Teil. Ich sehe also runter und da ist es. Tief im Loch, ein brodelndes Becken Rohöl. Wieder keine elektromagnetischen Signale. Nichts Tellurisches, nichts. Bin einfach drüber gestolpert. Also dachte ich mir, da steckt noch mehr dahinter. Ich habe mich an die Winde gehängt und mich runtergelassen. Du bist in die Spalte gegangen? Alleine? Mit dem Bauch?
Ja, Tully, ich bin bis ganz nach unten. Sagen wir einfach, ein alter Ölfuchs hatte so ein Gefühl, habe ein paar Bodenproben genommen, mich umgesehen und die hier gefunden. Ziemlich gruselig, oder? Es war eine Art Opferstätte. Der Oberschenkelknochen? Er stammt von einem Menschen? Ja, da unten lagen jede Menge Körperteile herum. Aber ich wollte meine Nase nicht noch tiefer hineinstecken. Was denkst du, Rune? So, da ich ja so als Figur eher so für das Klima stehe und nicht für diese Ölgeschichte, dann wollen wir mal den Klimawandel kommentieren. Das ist ein erstklassiges Beispiel für den Klimawandel. Du wirst immer häufiger auf solche Spalten treffen. Ich wusste, dass du das sagst. Und was sagst du zu den Knochen? Die Symbole scheinen eine Art komplizierte Schrift zu sein, aber das ist nicht mein Fachgebiet. Wenn du eine echte Analyse willst, musst du einen Paläoanthropologen kontaktieren. Vielleicht, aber überstürzen wir nichts. Der Fund könnte uns allen viel Geld einbringen, also lenken wir keine ungewollte Aufmerksamkeit darauf. Tully? Absolut richtig, Opa. Soweit ich weiß, ist das hier eine Ölforschungsstation, keine schicke Uni. Das glaubt ihr mir nie. Euler kommt selber her. Bob? Sie schicken Bob? Nein, viel schlimmer. Oh nein, 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 nein. Ich bin in meinem Zimmer. Was war das denn bitte? Dafür, dass sie eigentlich recht aufgewühlt ist, war die Synchronstimme nicht so recht aufgewühlt. Ich kenne Bob schon sehr lange. Und in diesem Fall ist der Apfel sehr weit vom Stamm gefallen. Die Eiskönigin scheint jedenfalls nicht begeistert zu sein. Sie kennen sich von früher. Ich gehe eine rauchen. Kommst du mit, Opa? Nein, danke. Ich belohne mich mit ein paar Sandwiches. Wikinger? Nein, danke. Ich versuche aufzuhören. Und wenn ich keinen echten Experten kontaktieren darf, untersuche ich die Knochen selbst. Tu dir keinen Zwang an. Du weißt, was dein Ölfund für Grönland bedeutet, oder? Ja, er wird den Einwohnern Geld bringen und ihnen damit ermöglichen, ihre Unabhängigkeit voranzutreiben. Es wird auch gravierende Auswirkungen auf das Ökosystem haben, von globalen Klimaproblemen ganz zu schweigen. Was erwartest du von mir, Rune? Ich bin ein alter Mann. Ich habe endlich mal was Lohnendes gefunden. Bevor du heute schlafen gehst, solltest du übrigens aus dem Fenster sehen. Es dürften heute Nacht spektakuläre Polarlichter zu sehen sein. Ja, das war der erste Tag. Das war der erste Tag bei Alpha Polaris. Und zweiter Tag könnt ihr dann ab dem 24. Juni, dann, wenn ihr solche Point-and-Click-Mystery-Adventure mögt, dann spielen, nachdem ihr es gekauft habt. Und ja, wie ich schon gesagt, ganz wichtig ist wirklich, dass man eine Mindestauflösung hat von 1280x800 Pixel. Aber ich denke mal, das ist bei den meisten heutzutage gar kein Problem. Und wenn man da drunter ist, so wie ich das gemacht habe mit meinem Desktop, mein Desktop ist da drunter. Und dieses mit den bei den Einstellungen, die man am Anfang kommt, Desktop Auflösung verwenden, dann kommt da nur ein schwarzer Bildschirm. Also nicht empfehlenswert, also mindestens 1280x800 Pixel. Minimum, glaube ich, 2 GHz waren das. An Prozessorleistung, also nicht so berauschend. Viel. Klar, ist auch nicht so grafisch intensiv. Alles klar, gut. Dann hoffe ich, dass es euch die kleine Einführung in die Demo gefallen hat und ihr könnt auch gerne auf entsprechend bewerten auf
negativ oder positiv, was das Spiel angeht. Ja, und Facebook könnt ihr entsprechend ja auch mal, wenn ihr unter die gameshow.de geht, Facebook, und dort einfach mal auf den Button gefällt mir klicken grundsätzlich, damit man ein bisschen mehr Leute drin habe dort. Ihr könnt natürlich auch selbstverständlich auch YouTube abonnieren, dann mein Kanal. Ja, das war's dann erstmal. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal.